Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir brauchen noch einen Sieg für Gold 3. Das wäre schon mal ziemlich cool, wenn wir das in der Aufnahme hinbekommen. Am liebsten natürlich mit dem ersten Spiel. Und dann vielleicht direkt Gold 2 angreifen können. Ja, gefällt mir das so. Ich glaube, ich spiele es so. Aber erstmal das Spiel gewinnen und gucken, was geht. Brasilianer Willian, neuer Spieler. Ich bin gespannt, was er macht. Es ist doch relativ beliebt. Man sieht ihn jetzt nicht in jedem Premier League Team und das ist mal wieder ein krasses Team auf jeden Fall. Okay, 81er und 82er Stürmer ist jetzt vielleicht nicht ganz so krass, aber zwei Ikonen mit drinne. Ja, man sieht Willian ab und zu mal. Oh, hätte ich noch schneller gedrückt. Man sieht Willian ab und zu mal in den gegnerischen Teams, aber nicht ganz so. Ach, das eine ist Musa. Das eine ist Musa. Alles klar. Oh Gott, Musa. Weihnachtsmann Musa nervt natürlich. Also Musa, ja, weiß ich nicht. Bin ich so ein Freund von. Vor allem, weil ihn halt letztes Jahr jeder gespielt hat. Spielt er jetzt in dem 3-3 oder? Wird er einfach nicht fertig mit umstellen? Jessna. Come on! Lass mich spielen. Ich habe meinen Timer noch gar nicht aktiviert. Oh, was ist denn los mit dir? Mann! Was hat er denn für Probleme? Hat aber auch sein Team noch nicht umgestellt. Lässt er jetzt wieder? Nee, diesmal hat er es ja geschafft. Schön. So, jetzt auch mal schnell anstoßen, bevor jetzt die dritte Pause noch nicht greift. Haben wir auch Willian direkt am Ball. Und natürlich auch ein bisschen Pace mit Engine. Und, oh, Neymar. So, geile Tore hat er noch nicht viel gemacht, aber wie gesagt, hat eigentlich auch keinen guten Distanzschuss wäre, das darf man auch nicht vergessen. Nur 80. Abseits. Und wäre auch nicht rein. Oh nein, das war bitter. Das war ein dummer, bitterer Ballverlust. Glücklicherweise stellen wir uns dann wieder richtig hin. Wir haben noch kein einziges Kopfballtor mit dem Team gemacht nach einer Ecke. Mit dem Fuß habe ich es schon geschafft. Naja. Musa hat wie immer keinen Körper. Sind ein ziemliches Rammelbiest wieder der Gegner, glaube ich. Wieder uns ausgelaufen, wie im letzten Spiel. Fuck! Was sieht man irgendwie zu oft? Mein Gegner, man sieht das irgendwie fast nie, aber ich glaube einfach auch sehr oft so auf der Kante. Oh nein! Hauptsache mein Spieler hebt abseits nicht auf. Geil! Ach, wieder so ein Lackertor, ey. Scheiß Abpraller. Egal. Dann drehen wir das Spiel halt. Ist nur ein Spiel. Och, Alu, was sonst? Wäre natürlich ein geiler Einstand gewesen für Willian, aber er spielt sich schon mal ziemlich cool, muss ich sagen. Ersten Minuten so. Da wollte ich gar nicht hinpassen. Ich mache dann natürlich
viele Stellungsfehler, wenn er so am Rumrammeln ist. Scheiß drauf. Das hat er gut zugelaufen, muss man leider zugeben. Nur am Rumrennen, krass. Oh, geht noch gut. Oh, toll, ist nicht aufregen, bringt nichts. Kann nicht alles klappen. Da haben wir Glück, dass es nicht das zweite Tor gibt. Ich meine, ich habe mich halt auch versucht, in den Passweg zu stellen, aber es hat halt nicht geklappt. Nein, was mache ich denn? Ach, da muss ich doch schießen. Diesmal hat es geklappt und trotzdem bleibt er am Ball. Diese scheiß Schusstäuschungen, wenn da in solchen Situationen, die kommen einfach fast immer beschissen, ey. Hat er sich schön verarschen lassen, der Dani Alves. Ich hatte auch schon Alu-Treffer. Muss man diese Schusstäuschungen in den Situationen abgewöhnen? Funktionieren einfach nie. Wie kann er denn da das Kopfballduell verlieren? Oh. Das Spiel läuft ja richtig geil. Ich finde noch nicht mal, dass meine Formation jetzt nicht funktionieren würde oder so. Elfmeter, vielen Dank. Da war die Schusstäuschung gut, aber jetzt muss ich das Ding auch reinmachen. Irgendwie haben die letzten Elfmeter nicht so richtig funktioniert, habe ich das in Erinnerung. Ja, ist auch ein Foul. War glaube ich das erste Mal, dass ich dann so einen Abpraller noch reinmache. Na, immerhin. Ich überlege, ob ich nach links schießen soll. Ich habe echt das Gefühl, dass die meisten nach rechts springen. Ich weiß auch nicht. Aber es kann auch gerade nur so eine Momentaufnahme sein. Und dann irgendwann springen wieder alle nach links. Das Ja. Schade. Na, schön gespielt. Wäre natürlich krass gewesen, wenn wir jetzt direkt noch den 2-0 herlegen. Aber vielleicht haben wir ja Glück nach einer Ecke. Und machen mal so ein direktes Ding. Schade, aber wir sind dran, wir sind dran, wir sind dran. Wir geben nicht auf und ich denke, Unentschieden wäre gar nicht so unverdient.
Okay, das war voll. Okay. Schade, wir konnten leider nicht cool kontern, aber immerhin haben wir den Freistoß abgefangen, ist das schon mal viel wert. Diese Pace-Scheiße die ganze Zeit. Zum Glück verkackt er die Flanke. Ah, fuck. Kriegt sie noch, oder? Ja. Komm, Torhüter, Torhüter. Was macht der Neto? Ach, sehr geil. Also, er versucht auf jeden Fall viel mit seiner Pace einfach durch zwei Spieler durchzurennen. Das muss ich mir merken. Versuchen, das besser zu verteidigen. Schade. Macht er leider gut. Das versuche ich auch zu oft. Einfach billig an den Gegnern über außen durchziehen. Das ist, glaube ich, auch noch selten. Und hier hat er gerade wieder schönes Glück gehabt, auf jeden Fall. Sind dabei. Das hat er krass gemacht. Und dann ist er zum Glück so blöd und schießt selber drauf. Es stand halt so leicht hinter ihm, war halt einer komplett frei. Jetzt macht er fast noch ein Eigentor, so Neto. Was ist denn hier los? Hat er gut gespielt. Also im Jetzt können wir echt froh sein, dass hier noch nicht 3-1 steht. Er ist halt nach hinten nicht so stark. Ist auch wieder einer, der nach vorne stärker als nach hinten ist, wie ich finde. Oh nein! Ja, verstehe ich nicht, was da Firmino macht, warum er dann plötzlich in den Strafraum rennt, nachdem er sich schön fallen lässt. Hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Schade, aber gute Idee. Elfmeter. Was? Das war schon wieder ein Elfmeter. Ach, warum gibt er denn den nicht? Fuck you. Toll. Richtig toll. Oh, scheiße, ey.
Ich meine, es ist doch bitter, dass wir hier noch kein Tor aus dem Spiel gemacht haben, aber trotzdem, es ist halt ein klarer Elfmeter und das gehört zum Spiel genauso dazu. Ich bin echt bescheuert blöd, ey. Ich hatte nicht richtig hingeguckt, aus dem peripheren Blickwinkel habe ich echt gedacht, das Grün wäre mein Spieler, ne? Geil. So ein Lacker, ey. So ein Lacker, ey. Die passen aber auch wieder nicht dahin, wo sie hin sollen. So ein Lacker, krass. Egal, nächstes Spiel. Vielleicht hätte ich auch mal aufs 4-1-2-1 verwechseln sollen, keine Ahnung. Wir waren ja eigentlich auch ein paar Mal dicht dran, aber dann haben wir so viel Scheiße gebaut. Fuck! Egal, nächstes Spiel. Das ärgert mich trotzdem. Fuck. Wie gesagt, ich hätte vielleicht mal aus 4-1-2-1 zu wechseln, aber ich war wieder so im Fokus drin, dass ich nicht dran gedacht habe. So, 6 Spiele noch. Es war noch Gold 1 drin, aber mit rechne ich nicht. Also ich hoffe, dass ich noch Gold 2 schaffe. Oh, fuck, Mann. Aber wie gesagt, es waren auch wieder viel zu viele individuelle Fehler drin. Der Gegner hat nicht unverdient gewonnen, im Gegenteil, er hat verdient gewonnen. Ach, es waren einfach wieder zu viele scheiß Fehler drin. Ach so, habe ich noch Heilungskarten? Ansonsten... Nee, ich habe keinen Bock mehr, deswegen eine Heilungskarte zu kaufen. Müssen wir jetzt auch bums, da spielt einfach nochmal mit den Brasilianern. Das kriegen die schon hin. Solange es nicht in die Verlängerung geht, ist das okay. Ich meine, ich hätte auch noch genügend Fitnesskarten. Ich habe, glaube ich, auch noch eine untauschbare Teamfitness habe ich, glaube ich, auch noch. Aber nach einem Spiel habe ich da keinen Bock drauf. Ja, ob wir jetzt das Spiel gewinnen, weiß ich nicht. Das hängt davon ab, wie gut der Gegner spielt, weil rein vom Team her ist auch selbst mein Brasilianer hier überlegen, würde ich sagen. Das sind schon sehr, sehr krasse Spieler. Wobei insgesamt ist es wahrscheinlich sogar ausgeglichen insgesamt. Also es gibt halt Positionen, da ist er besser, Positionen, da bin ich besser. Leben, ja. War aber jetzt kein guter Anfang auf jeden Fall. Ich kann mal froh sein, dass es nicht das 1-0 wieder ist. Wollte ich überhaupt nicht hinpassen. Das haben wir defensiv ganz gut gemacht. Ich glaube, ich werde auch eine andere Formation brauchen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier auch nur ansatzweise durchkommen könnte. Richtig scheiße.
Ball auch schon wieder weg. Scheiße, das war schlecht verteidigt. Das wollte das so bestimmt nicht ganz genau machen. Oh, ich muss aufhören mit diesen Fancy. Ich mache mal alles ganz schnell, Scheiß hier. Das ist nicht mein Spiel. In die Ecke. Oh, was? Oh, wir kommen fast frei zum Kopfball. Den kann er eigentlich machen. Ach, ich doch, ich glaube, Roberto Firmino hat, glaube ich, einmal einen direkten Kopfball gemacht. Aber ich weiß gerade nicht, ob es nach einer Ecke war oder nach einem Freistoß. Also nach einer Flanke, nach einem Freistoß. Aber ich glaube. Ich glaube, es war nach einer Flanke, nach einer Ecke. Schön gemacht mit Casemiro. Schade. Boah, was war das denn? Ich würde jetzt mal behaupten, hier geht es ins Elfmeterschießen. Ich weiß nicht wieso, aber mir sagt mein Gefühl jetzt gerade schon, dass wir hier uns schon mal aufs Elfmeterschießen freuen können, weil wir haben ja nicht mehr so viel Fitness mit den Brasilianern und dass es dann halt alles richtig schön scheiße wird. Oh nein! So viele Chancen, ein Tor zu machen und alle verkacken. Ist geil. Es könnte jetzt auch schon 1-1 stehen. Oder halt einfach mal 1-0, wenn ich das Ding hier reinmache. Schade. Komm wieder nicht den Spieler, den ich will. Komm wieder nicht den Spieler, den ich will. Er lackt sich natürlich dann das Tor nach 100 Versuchen. Ich mir halt nicht, wenn ich 300 Mal drauf schieße. Was sonst? Und jetzt ist es ultra schwer, aber ich bleibe dabei. Es gibt Elfmeterschießen. Ich mache schon irgendwie einen Ausgleich.
War doch noch im Abseits, obwohl er so lange gewartet hat. Krass. Ich denke, ich werde dann trotzdem zur Halbzeitpause mal umstellen aufs 4-1-2-1-2 und gucken, ob es damit besser läuft. Oh, krass. Soll der Ball nicht hin, aber schön, dass er trotzdem ankommt. Er spielt ja nur noch auf Defensive oder was? So, wir gehen mal aufs 4-1-2-1-2, aber ich glaube, der spielt ja auch nicht schlecht. Ich glaube, das wird nicht viel ändern. Vielleicht wird es sogar schlechter, weil ich dann in der Defensive nicht mehr so gut bin. Schauen wir mal. Aber vielleicht dreht auch Neymar durch, man weiß es nicht. Immerhin Ecke. Oh, Scheiße. Oh, so knapp. Scheiße. Letzte Passwort zu risikohaft. Abgefälscht. Und wenigstens die Ecke. Nein. Fällt mir ein, ich wollte ja eigentlich mal Buffon spielen dieses Jahr, das hat sich dann wohl wieder erledigt. Weil ich kein Calcio mehr spiele. Komm! Alu! Ich glaube zum zweiten Mal in dem Spiel. Ich war glaube ich im letzten Spiel, wo ich Alu gehabt habe, aber trotzdem scheiße. Jetzt habe ich schon auf Passen gedrückt, aber ist gar nicht so schlimm. Boah, Buffon, du Biest! Aber egal, wir nähern uns dem Ausgleich. Ich sag's euch, Elfmeterschießen. Gott, das war überhaupt nicht geplant.
Scheiße, ich hätte mit Neymar durchrennen können, aber das bin ich halt nicht gewohnt. So einen spritzigen Typ dazu haben, der dann einfach mal durchstartet. So knapp. Schön, dass wir auch nicht in die Pause kommen und dadurch keine Wechsel machen können. Scheiße. Macht's halt echt nicht schlecht, leider. Scheiße! Casemiro, die Salami. Mann, so schön gespielt und es reicht halt trotzdem nicht. Fuck you. Wir werden es wohl doch verlieren, wie es aussieht. Gibt keine Elfmeterschießen. Krass, auch wie es keine Pause gibt, ey. Und dann kommt dann wieder so ein Schrottpass in den Lauf, obwohl ich ihn nicht in den Lauf spiele. Jetzt wechsle ich auch nicht mehr für die letzten Sekunden. Och, das wird da auch zwei bittere Niederlagen in Folge, aber die finde ich auf jeden Fall schlimmer als die vorhergehende. Oh, fuck. Komm schon, ich will doch wenigstens Gold 2 schaffen, Mann. Dafür brauche ich aber noch 3 Siege. Und jetzt haben wir noch 5 Spiele nach dem Spiel. Mal gucken. Fick dich doch! Fuck! Zu viele beschissene Fehlpässe, aber er stand auch verdammt gut. Er hat richtig gut verteidigt. Es war einfach so schwer durchzukommen. So eine Scheiße, ey. Mit seinem Und das Dumme war ja auch noch, es war ja noch nicht mal ein rausgespieltes Tor von ihm. Das hätte ja auch 2-2 ausgehen können. Guckt euch die Schussstatistik an. Es war noch nicht mal ein rausgespieltes Tor, sondern es war einfach nur ein blöder Abpraller, ein blödes Lackertor. Und ich hatte so viele Situationen, wo das gleiche hätte passieren können und natürlich habe ich das Glück nicht. Es kotzt mich an. Es war halt wieder so ein ausgeglichenes Spiel, wo am Endeffekt wieder nur das Glück entscheidet, wer gewinnt. Und ja, er hat sehr gut verteidigt, aber trotzdem bin ich zur Abschlussung gekommen. Bis zum nächsten Mal.